Willkommen zurück, liebe Freunde des feuchtfröhlichen Operierens zum Let's Play Surgeon Simulator. Dritter Part jetzt. Ich habe ein wenig... Ah, Hilfe! Ah, nicht, nein, nicht. Halt den Kopf still, mein Lieber. Oh, Vorsicht. Sag mal, bist du denn bescheuert? Mach die Tür wieder zu. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt. Oh, was ist das denn hier Feines? Kann man das auch benutzen? Ah, offensichtlich schon. Aha, was ist... Aha. Okay. Das ist auf jeden Fall... Gehört das zur durchschnittlichen... Holla! Scheiße! Ich scheiß die Wand an! Auf jeden Fall gehört das zur durchschnittlichen... Ausstattung eines ganz normalen Krankenwagens. Und Hirntransplantation führt man auch immer in Krankenwagen durch. Also ich wüsste ja auch nicht... wo man eine solche Transplantation sonst auch hätte abhalten können. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Oh, 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 Vorsicht, ich hab'n. Oh, ja. Wir haben hier also 89 km/h gerade drauf, glaube ich. Und hoppala, ich wollte doch gar nicht das... Entschuldigung. Jawohl. So, das können wir jetzt hier baumeln lassen. Das geht schon. Naja, das passt soweit. So. Was ist das denn hier? Diese Flasche hier, ich glaube, die brauchen wir nicht. Weg mit dem Unfug. So, dann müssen wir das alte Gerät mal entfernen. Komm, gib schon deinen blöden Hirnapparat her. Ah, Vorsicht, das fangen wir nochmal gerade. Und dann müssen wir nochmal... Da müssen wir dann doch noch mal ein bisschen nachbessern hier. Mit viel Mitgefühl. Ja, das klappt gerade nicht so gut. Das ist eher das Ohr. Ja, wir haben es fast. Na komm. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Oh, hoppala. Ja, diese Turbulenzen hier sind aber auch eine Katastrophe. Sehen. Ja, 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 ja. Jawohl. Das ist gut. Das kann man so lassen. Perfekt. Hätte ich das jetzt wieder einhängen müssen? Ich glaube nicht. 500 Milliliter Blut hat er noch. Das muss er reichen. Ah, ah, ah. Oh. Vorsicht. Das ist jetzt aber ungeschickt. Ja, da sollten wir auf jeden Fall hier diesen ganzen Müll hier immer entsorgen. Also diese Schleich... Nein, 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 nicht das. Das... Ja, komm schon. Huch, komm her. Alter, das kann doch nicht sein. Das ist Unfähigkeit in Person. Ah! Nein! Scheiße. Das machen wir nochmal, das kriegen wir hin. So, jetzt überlegen wir uns mal, was machen wir denn jetzt hier stattdessen? Es muss einfach nur tatsächlich... Das Geheimnis ist, man muss zum gezielten Schlag ansetzen. Komm, schon. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Oh. Ja, das wird, das wird. Vielleicht mal gerade von der anderen Seite. Ja. Hammer Time. Müsste eigentlich reichen, um es da rauszuplönkeln. Oh, er verliert ein wenig Blut. Das heißt, es muss jetzt was schneller gehen. Ja, komm, komm, komm. Oh, 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 das ging ins Auge. Ah. Hoppala. Ja. Ich glaube, ich nehme dann wieder meinen Laser. Oder versuche mir noch erstmal die Axt oder das Hackebeil oder was das hier ist. Oh, komm mal her. Ja, komm mal her. Komm mal hier. Ja. Perfekt. Ja, die Schädeldecke ist aber auch hart wie Knochen. Also da muss man schon mal ein bisschen mit Gewalt an die Sache tatsächlich rangehen. Das sieht man hier auch gerade ganz gut. Also wenn man hier nicht... Wenn man hier zimperlich rangeht, erreicht man eigentlich nichts.
So, das brauchen wir nicht mehr. Das kann jetzt weg. Jetzt muss es schnell gehen. Raus mit der alten, mit dem alten Ding. Und das sollten wir vielleicht am besten tatsächlich auch durchlasern. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie wir das hier vom Rest des Körpers trennen können. Ja, aber es macht sich nicht. Es macht sich, es wehrt sich noch. Es ist immer auch immer noch nicht durch. Also es wird auch langsam eng. Ja, irgendwo hier drin muss also das Ding jetzt durchgetrennt werden. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Ja. Schade. Ach, das war ein Feuerlöscher. Ja. Vielleicht sollten wir den löschen. Hallo? Oh! Ja. Entschuldigung. Kann ja mal passieren. Ja. Eine Minute. Das war Rekord letztes Mal. Das war wirklich Rekord. Okay, gehen wir wieder zu unseren alten, in unser altes Verhaltensmuster über. Mit Gefühl einfach. Mit Gefühl. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich brenne meine Tischplatte durch, aber sonst auch nichts. Oh, Vorsicht. Ja. Hey, bitte nicht gaffen da hinten vor der Tür. Ich habe nur vergessen, sie abzuschließen. Hier gibt es nichts zu gucken. Sie scheinen hier auch extreme Fliehkräfte zu haben teilweise. Wow, bislang verliert er auch kein Blut. Kann sich natürlich jetzt auch in Kürze ändern. Sollte ihm vielleicht aufhören, damit ins Gesicht zu hacken. Jawohl. Perfekt. Jetzt raus, die alte. Vorsicht mit dem Ding. Raus mit dem. Komm her. Du bist nichts wert. Komm raus. Ach, scheiße. Jawohl. Okay, jetzt brauchen wir das. Oh ja, so ist gut. So ist voll. Vorsicht. Komm her. Komm her. Lass dich fangen. Das ist wie eine Schnitzeljagd eigentlich. Nur ohne Schnitzel und ohne Jagd. Komm. Jawohl. Ich habe das Gefühl nicht los, dass das nicht das richtige Gerät dafür ist. Vielleicht sollten wir doch das Skalpell benutzen. Nein, das Skalpell, nicht den Seitenschneider. Wir hätten ihm vielleicht auch vorher einen Sturzhelm aufziehen sollen. So, komm, das muss er doch irgendwie rausgehen. Raum raus. Oh, ja. Ja, ich bin so ein bisschen grob Motoriker. Ja, scheiße. Ja, mein Lieber, da kann man wohl nichts machen. So. Halt mal still. Das ist wie beim Friseur eigentlich. Es geht nur um mehr. Also, stillhalten. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Er verliert aber auch sehr viel, wenn man ihm damit direkt ins Gehirn drückt. Sehr viel. Sehr, sehr. Oh, ins Ohr ist noch schlimmer. Ohr ist ja auch, wie wir alle wissen, eine sehr, sehr schwierige Zone. Muss man also doch schon ziemlich aufpassen. So, jetzt ist. Ach, das ist eine Sauerstoffflasche gewesen und kein Feuerlöscher, sondern wir haben zwei davon. So sieht's also aus. So, das Ding müssen wir auch hier irgendwie rauskriegen. Ja. Weil wir müssen das ja schließlich irgendwie durchschneiden. Hier, das Gehirn-Dingsbums-Kabel. Gehirnkabel, natürlich. Ich bin Arzt. Ich weiß, dass das auch wirklich Gehirnkabel heißt. So, den Müll können wir mal gerade rausschmeißen, wenn wir schon mal dabei sind. So, tschüss. Weg damit. Perfekt. Ja, wir callen Tesha ja irgendwann mal. Das sind ja unglaublich viele Fotos. Der scheint ja auf die zu stehen. Komm jetzt. Mal hier. Nee, lass mal. Hör auf zu bluten. Habe ich dir nicht erlaubt. Ja, komm jetzt hier. Jawohl! Komm, die alte Rübe ist ab und jetzt die neue rein. Wenn wir die dann noch rauskriegen. Ja.
Ich bin einfach ein Gott! D? Bitte was? Ich bitte euch. Nur ein D? Nee, also das. Guck mal, und es ist doch schon wieder rausgeplumpst. Da können wir doch nicht. Na gut. Okay. Ja, machen wir mal. Ah ja, die Herztransplantation, die haben wir ja noch nicht komplett. Allerdings, es ist ein sehr dringender Fall. Wir starten gleich auf der Autobahn. Also, wir haben ihn auf der Autobahn eingesammelt, fahren jetzt gerade los. So, da müssen wir natürlich auch dafür sorgen. Das muss alles schnell gehen. Ja, also, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen hier... Ja, ich sehe das. Also, ich glaube, ihr seht das Problem auch. Ich sehe es gerade nicht. Da ist ein Tuch vor. Ah, ja, komm. Tuch des Todes. Lass dich... Leichentuch quasi. So, der fährt aber auch wie der letzte Henker. Macht das Ganze aber einfacher. Holla, die Waldfee. Halt, Alter! Ich glaube fast, das reicht auch schon, um da jetzt die Lungen zu entnehmen. Lassen wir das erstmal hier liegen. So. Ach, komm mal her. Ah, das sieht ganz gut aus. Das könnte hinhauen. Ein bisschen Fantasie. Jawohl. Weg mit dem Ding. Tschüssikowski. Ja, es braucht auch kein Mensch mehr. Weg damit. Moment mal. Wo ist unser Tauschscherz? Da liegt es noch. Gott sei Dank. Ja, wenn das jetzt rausgesegelt wäre, wäre natürlich doof gewesen. Ihr Milz, Leber, was das auch immer ist. Keine Ahnung. Auch kein Mensch. So, weg. Ja, komm her. Komm her. So. Da muss ich mal gerade an das Tauschherz. Hier. Warte mal, gerade. Komm her. Du dummes Ding. Ja. Ah, diese blöde Axt. Ich darf das auf keinen Fall verlieren. Irgendwas schneidet ihn gerade von innen auf. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Jawohl. Okay, das legen wir uns mal vollzauber hier hin. Hier. Holla. Hey, hey, hey. War nicht wie der letzte behinderte Mongo. Das gehört uns um, sie Let's Play. Hier. So. Ja, auch der zweite Lungenflügel ist dann aus dem Weg geräumt. Vorsicht, Box. Hey. Ruhig. Oh nein. So, Skype. Hey, jetzt hört doch auf, das arme Ding